Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir City Economy. Ich habe bislang noch nicht reingeschaut, also das wird ein richtiges Blind Let's Play. Ich habe das Spiel auf Steam gefunden, ja. Ich habe auch weder irgendeinen Let's Play auf YouTube angeschaut noch sonst irgendwas, ja. Ich habe bloß die Videos angeschaut beim Steam Shop und ja, das Spiel hat mich inspiriert, ja. Und wir machen natürlich Spiel starten, ja. Oder ich gucke erstmal in die Option rein, machen wir mal so. Auflösung Standard, okay, Leistung. Audio. Tastatur. Ein Fahrzeug springt Tabulator. Controller. Okay, ich mache einfach mal Spiel starten. Neues Profil. Müllmann. Rasenkehrer, was gibt's hier alles? Klempner. Okay. Wir sind mal Müllmann. Ja, du bist finanziell darauf vorbereitet, dein Geschäft zu führen, aber das Kapital ist allerdings nicht sehr groß. Die Preise von Maschinen, Gebäuden bewegen sich im Mittelfeld. Ja gut, das können wir mal rausmachen, ja. So, Firmenname. GmbH. Halt. Unser Logo, das ist, wir sind ja keine Polizei. Das da. So, Schwierigkeitsgrad, schwierig, leicht. Ich mach mal Mittel, ja. So. Multiplayer? Alles klar. Habe ich nicht gewusst, dass es Multiplayer gibt. Okay, aber keine meiner Freunde hat dieses Spiel. Alles klar. Wunderbar. Oh, wir sind hier im Ladebildschirm. Ja, komm. Da hat man nicht so schnell. Boah, das ist ja eine Mordsgeschwindigkeit. Wollte gerade schon sagen, ist mir das Spiel abgeschmiert, oder? Das wäre der Hammer, Alter. Also, das Laden ist ja fast so schlimm wie ein Bussimulator, ja. Weil da war es auch immer so schlimm. Da muss man ewig. Ah, okay, gut. So, was. Bin ich mal gespannt, ob man. Willkommen bei City Economy. Relation zu deinem ersten Tag als Inhaber eines Dienstleistungsunternehmens der Stadt. Der Bürgermeister, der Buchhalter und die Arbeiter werden dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Achte auf Tipps. Im linken oberen Eck des Bildschirms. Okay. Gibt eine Menge für dich zu tun in der Stadt, also mach dich am besten gleich an die Arbeit. Viel Glück. Also ich kann jetzt hier einsteigen oder? Oh Gott, die Maus ist inventiert. Oder ist nicht inventiert. Einsteigen, eh. Ah, das blinkt ja. Und was müssen wir machen? Wieder eine Aufgabe in der Zeit. Oh. Okay, da kann ich langsam laufen. F. Hallo, willkommen in unserer Stadt und im Wohnbezirk. Ich bin und arbeite für das Rathaus. Dieser Bezirk hat schon seit einer Weile keine anständige Müllentsorgungsfirma mehr engagiert.
Glück bist du jetzt hier. Der erste Auftrag steht für dich bereit. Es geht ein paar Müllcontainer zu leeren. Wäre das was für dich? Nee, eigentlich nicht, aber wenn es sein muss, komm nach getaner Arbeit zu mir zurück, um Belohnung abzuholen. Sogar 4 Nachrichten. Können wir auch mal gleich. Geh zu Story Quest. Job annehmen. Folge der Instruktion im rechten oberen Eck. Okay. Hier trotzdem aber noch 4 Nachrichten. Alles klar. So, los geht's. Ich hab Vorfahrt hier. Das ist das Fleisch. Ja. Oh Mann. Komm jetzt. Das ist auch selber die Müll einmal werden wahrscheinlich. Mit meinen Händen. Oh, okay, also wo die anderen sind, muss ich auch beachten. Ja, fahr ich den hin. Nicht mehr hingefahren. So habe ich gelegen. Wenn die Roboter einzieht. Nee, nicht. Nur die Frau von sich, das ist klar. Okay, den muss ich lernen. Fahrzeug an Ausfahren F. Okay. Bedienfeld öffnen. F. Ah, okay. Also, einmal so und dann hier wieder F. Sind das denn Steine? Aber da werden Bändiger ist, dann weißt du nicht. So, einsteigen. Oh. So, irgendwie macht man hier alles mit F, ja.
bisschen komisch an. Also man versorgt sozusagen die Stadt. Ne? Man ist sozusagen nicht, wie ich mir gedacht habe, irgendwie so, also man macht irgendwie so die Straßen jetzt her, sondern man versorgt halt Stadt in aller Möglichkeit, also mit der Müllabfuhr oder wahrscheinlich also noch irgendwas anderes, was wir ja noch gesehen haben, Gärtner und was ich, was man noch alles sah. Also kann man eigentlich sagen, es ist halt eine Simulation von mehreren Sachen gleichzeitig. Ich bin dabei sicher. So, sorry für den Cut, da musste ich nochmal. Musste ich nochmal schnell was umändern an der Lautstärke. Einsteigen. So, und der letzte ist dann hier. Alles klar. Was ist da? Was ist das? Holy! Den kann ich nicht nehmen. What? Weil das sind, du hast deine Aufgabe erfüllt. Öffne Tablet-Shop-Liste. Job annehmen. Okay, wo muss ich hin? Da nach hinten. Die muss jetzt rechts. Also man hat hier wahrscheinlich dann später ganz viele Simulationen in einem und nicht so wie ich gedacht habe, wie gesagt, also dass man die Straße so ein bisschen ja, die Stadt so ein bisschen, wie soll ich sagen, halt auffrischt, zum Beispiel gerade mit neuen Straßen oder sonst irgendwas. So, da drüben fängt es an. Oh, geschickt, bremst mal. Alles klar. Wo muss ich als nächstes hin? Hier links.
Ja. Ah, das ist ja schleichen. So, einmal darüber schieben. Ja, nee, sieht auch cool aus, wie der den schweren Container darüber schiebt. Irgendwie tun die Leute immer das gleiche in ihren Mülleimer rein. Auch interessant. Springen? Ja, okay, kann ich mit dem natürlich nicht. Sieht auch lustig aus. Alter. Handbremse, was ist Handbremse? Handbremse ist cool. Was? Alter. Auto geht mir nicht auf die Eier. Boah, passe ich nicht durch. Pass ich nicht durch. Bin mir da echt gespannt, was man da zum Beispiel danach als Gärtner machen muss. Ja? Ob man dann in den Leute Gärten geht und dann weiß ich was macht. Oder keine Ahnung. Diese verfickte inventierte Kamera. Oder nicht inventiert. Inventierte. Weil ich bin es gewöhnt eigentlich rechts und links eben irgendwie zu vertauschen. Weil ich es gewöhnt bin. Schon von Train Fever. Weil da habe ich es auch umgestellt. Da ging es mir auch auf die Eier. Also ich sag, ich bin es halt schon gewöhnt, anders zu spielen. Aber was ist das? Job annehmen. Wo habe ich denn hier die Karte? Okay, da fahre ich einmal komplett außen rum alles dran. Hier, genau. Ordne mich hier gleich mal links ein, weil wir müssen da vorne eh links. Ja. Nee, nächste. Das war noch. Okay. Hoffentlich. Hoffentlich gibt es hier keine Blitze, weil mit 80 hier durch die Stadt. Okay, hier ist rot. Wie blinke ich denn? Ah. Okay, die Geldphase gibt es also gar nicht. Als wäre ich Bürgermeister, ich würde erstmal eine Geldphase einführen.
Warum wird mein Leben noch angezeigt, wie das geht? Verstehe ich es nicht. Hier. Und den nächsten. Also das sah irgendwie im Video irgendwie interessanter aus, muss man sagen. Aber vielleicht kommt es ja noch. Die Frage, wie lang ist man Müllmann? Wie lange muss man hier als Müllmann arbeiten, bis man befördert wird zum Gärtner? Da könnte ich mir gleich den Müllabfuhr-Simulator holen, weil das ist etwa genauso. Ja? Also, ich weiß nicht, vielleicht hat jemand von euch schon mal City Economy gespielt und ist schon etwas weiter und kann vielleicht mal erzählen, ob das dann später spannender wird, wenn man einen anderen Job hat. Weil dann würde ich das auf jeden Fall weiterspielen. Aber wenn das jetzt, weiß ich, 2 Stunden nur, oder 2, 3 Stunden jetzt nur hier Müll fahren, also. Ah, das war gleich nebenan. Was wäre denn jetzt, wenn mein Müllwagen voll ist? Wo muss ich dann hin? Muss ich dann wieder zur Zentrale oder? Und vor allem, was ist, wenn mein Tank leer ist? Das ist ja auch. Oh Gott. Ich habe nicht gesehen, dass da hinter der Ecke noch eine ist. Hä? Ich bin nur eingestiegen, Mann. Gott sei Dank parkt kein Auto hinter uns. Hallo B? Okay, ihr wisst, war die Steuerung gerade ein bisschen am Marsch. Er hört auf mir anzuzeigen, wo ich hin muss, weil ich doch jetzt so lang bin. Ist ja immer interessant, dass man hier fahren und die Arbeit machen muss, weil normalerweise sind die mindestens zu zweit, ne? Einer fährt, einer muss arbeiten.
Aber dass man immer aufsteigen muss und das selber machen muss, habe ich noch nie gesehen. So, wir haben hier noch einen und dann da drüben. Okay. Oh Scheiße, dass man während der Animation nicht weglaufen kann. Hätte ich schon längst den hier geholt. Also. Okay, der muss also dahin. Oh, scheiß Auto, Mann. Dann sind wir jetzt bei 80%. Würde mich ja noch interessieren, was bei 100% wäre, also wenn wir voll wären. Okay. Haben wir noch die eine Tür und dann werden wir ja wahrscheinlich sehen, was wir machen müssen. Oh, hier ist Spielstraße. Alles klar. Oh, leck. Wir haben einen übersehen. Da. So wie immer. Was ist die Frage, wie der dann zur Hauptentsorgung oder wo muss ich da hin, wenn ich voll bin? Ach ja, das Leben eines Müllmanns. Wollten wir das nicht schon alle einmal erleben? Die lieben Menschen von der Müllabfuhr. Jeden Tag ein harter Job. Immer arbeiten mit dem Müll. Gestank und was weiß ich noch nicht alles. Boah, Alter, verpiss dich doch, Mann. Bin hier am Arbeiten. Die Animation ist auch immer die gleiche. So, sorry für den weiteren Cut. Dachte mal wieder jemand. Muss jemand in mein Zimmer stürmen? Ja. Oh, Handy. Finde heraus, wo du ihn leeren kannst.
Bin ich an dem vorbeigefahren? Wollte schon sagen, ja. Okay, das dauert ja richtig lang. So, und wo müssen wir jetzt hin? Ah, okay, da nach oben. Wo bin ich? Ne? Da bin ich. Das heißt einmal umdrehen und dann einmal da hoch, alles klar. Ah, ich habe drei Punkte. Ich gehe aber trotzdem mal zu dem da nach oben. Und tanken müssen wir dann auch mal. Ne? Oh, ich habe ja mittendrin einen Auslieferungspunkt. Muss ich hier links? Dann hier nochmal links. Nein, falsch. Hallo, bremst du mal? Holy shit, Alter. Was ist jetzt? Ja, natürlich wird mir das so abgeprallt, selbstverständlich. Ah, vorwärts. Na, jetzt müssen wir links. Ich glaube hier bei der Müllverbrennung, naja. Da muss ich jetzt rückwärts ranfahren wahrscheinlich. Oh, da war aber sehr viel drin. Aber wo ist denn eine Tankstelle? Probieren wir das noch aus. Ah, einfach die Straße folgen. Einfach der Straße folgen. Dann hier rechts. Oh. Ja, habe ich doch. Ich würde ehrlich gesagt wissen, was wäre denn, wenn wir leer gehen. Ah ja.
Was passiert denn dann? Holy shit, was war das für ein Lag? Aber was passiert, wenn wir keinen Sprit mehr haben? Bleiben wir dann einfach stehen oder? Ist das jetzt das Zeichen, dass unser Sprit leer ist, oder? Holy shit, Mann, warum sind wir auf dem Dach? Also mich würde es jetzt echt noch interessieren, was denn passiert, wenn. Oh, okay. Man bleibt einfach stehen. Okay, dann würde ich mal sagen, was ist eigentlich hier für den ersten Eindruck? Und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder hier bei City Economy. Und bis dann wünsche ich noch einen schönen Tag und macht's gut. Ciao.